Servus und herzlich willkommen zum neuen Video auf Deutschlands beliebtesten Kanal. Nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Daily Vlog heute mal. Wie viele von euch mitbekommen haben, hat ein regionales Autohaus, hier ein Seat Autohaus, mir eine mehr oder weniger das Angebot gegeben, dass ich mal einen Cupra Probe fahren darf. Natürlich möchte ich sowas unterstützen und deswegen seht ihr jetzt hier auch irgendwo in der Ecke oben dieses Product Placement oder Werbevideo oder was da auch steht, einfach um mich abzusichern, da wir, gehe mal davon aus oder ich hoffe sie jedenfalls, positiv über dieses Auto, was wir jetzt nachher fahren dürfen, berichten dürfen. Ja, ich bin echt gespannt, das ist das erste mehr oder weniger Werbevideo, sage ich jetzt mal. Ich bekomme dafür nichts, das ist rein die Probefahrt und das ist halt mehr oder weniger so ein freundschaftlicher Dienst. Ich meine, ist mir klar, dass da, nur weil ich euch das jetzt sage, dass das Auto gut ist oder sonst was, ihr jetzt nicht nach Ulm fahren werdet und euch dort ein Auto kauft. Das ist mir wahrscheinlich leider durchaus bewusst, aber vielleicht kommt ja der ein oder andere dennoch auf den Geschmack für diese Marke Seat. Ich fahre ja selber einen Seat, Seat Ibiza FL Modell, ist zwar eine kleine Motorisierung mit einem 1,0 Liter Dreizylinder Turbo mit 110 PS, geht aber für die 110 PS erstaunlich gut eigentlich. Ich bin gespannt, ich freue mich jetzt schon extrem und ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt gleich beim Autohaus. So Leute, wir sind jetzt endlich da. Da ist auch das gute Stück. Eigentlich ging ich davon aus, dass einer mitfährt von denen und mir so ein bisschen was über das Auto erklärt. Das ist heute nicht der Fall, weil die alle haben jetzt gerade noch Kundschaft. Es ist kurz vor spät, sage ich jetzt mal. Es ist schon wieder fast Feierabend, das ist das Auto vom Verkaufsleiter, kann man sich fast denken. Ich würde sagen, wir reden aber nicht weiter hier rum, weil hier ist ganz viel Verkehr und ja, ist nicht so schön. Wir fahren jetzt mal eine Runde, schauen wie der fährt und dann machen wir noch ein paar geile Aufnahmen. Oh, no copyright. Sind wir auch schon im Auto, man merkt schon, also hier ist ja ziemlich wabbelig. Ja. Auch die Straße, also es ist schon härter als wesentlich härter. Okay, ich fahre einen FR, kein Cupra. Ist klar, dass da nochmal ein Ticken sportlicher ist. Was sagst du jetzt so vom Empfinden, vom ersten Empfinden hier drin? Sitze sind krass. Dafür, dass die so sportlich sind, sind die echt bequem. Übel, ja. Gerade hier mit der Seitenpolsterung. Wobei ich die jetzt beim Beifahrer zu weit finde. Echt? Mhm. Ja, okay. Aber muss natürlich für alle gemacht sein. Ich mein, ja, du musst mal überlegen, wir zwei sind ja jetzt nicht gerade die dicksten. Richtig. Oh, mein nächstes Auto, ein Lambo. Kappa. Nee, ich muss sagen, hier alles ziemlich hochwertig. Das Lenkrad erinnert mich ein bisschen hart an Mainz so. Was jetzt nicht unbedingt was Negatives ist. So das Ganze. Extrem hochwertig. Gerade auch, das finde ich halt so geil bei den Lenkrädern. Das ist so ein kleines Detail, aber ich finde es einfach nur mega schön. Auch hier das Armaturenbrett, da kannst du nichts sagen. Vor allem für den Preis, ich weiß jetzt zwar nicht mehr ganz genau, was er kostet, aber ich meine 35 ungefähr sowas. Zwischen 35 und 40. Und da kannst du eigentlich echt nichts sagen. Jetzt komm. Hören wir mal Klang. Ui. Was ist das? Komfort. Ah, das ist Komfort jetzt. Genau. Okay, jetzt gehen wir mal. Hören wir mal Cupra. Okay. Ist die Frage. Ach, wie geil. Wie geil ist das denn? Sieht man ein bisschen, oder? Nee, man sieht eigentlich. Ja, eigentlich gar nicht. Aber man kann das ja einfach umstellen. Also ich habe jetzt alles mit allem gerechnet, aber nicht damit. Lass mal umdrehen und in den Tunnel fahren. Die Idee finde ich super. Ja, der Tunnelcheck, der muss sein, aber jetzt mal ganz im... Okay, ich... Leute, ihr müsst euch eins dabei immer im Klaren sein. Wenn Juli Auspuffklang oder Turbogeräusche hat, der rastet aus.
Der liebt es, der liebt es. Ich liebe es natürlich auch, aber ich bin jetzt gerade echt krass. Ja, da hatte ich gerade Angst, aufs Gas weiterzugehen. Also ich bin schon einige Sportwegen gefahren, aber für... Hör dir das einfach mal an. Man muss sagen, das dafür, dass es ein Frontriebler ist, erstaunlich wenig Traktionsverlust. Es ist krank. Also krank geil. Krank geil für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Lenkung mega direkt. Jetzt mal schauen, wie das ist, wenn ich hier mal auf Komfort umschalte. Boah, merkst du direkt. Sogar als Beifahrer. Jetzt ist bloß die Frage, was ist dann beim Sport? Okay, Lenkung ist ein bisschen direkter. Junge. Also was da Seat auf die Beine gestellt hat, ist wirklich top. Wirklich top. Da muss man sich einfach mal vor Augen halten, was man für so einen Preis bekommt. Richtig. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich wirklich diesen Satz aussprechen möchte, aber ein RS6 kostet wie viel? 160.000, so wie ich ihn mir konfiguriert habe. So, da bist du hier bei, sag mal, lass den hier 40 kosten. So, volle Hütte, schwarzes Dach, alles Mögliche. Oder lass es 45 sein. Das ist ein Bruchteil davon, was der RS6 kostet. Und ich garantiere dir, du hast mindestens genauso viel Spaß wie beim RS6. Und da werden mich jetzt einige hassen dafür. RS6 bin ich übrigens schon gefahren. Das ist krank. Das ist... Alter. Gab's das mit dazu kostenlos? Ah, ich mach grad. Hört mal ganz genau hin, wenn man's hört. Moment. Nee, das hört man wahrscheinlich nicht. Warte! Das ist einfach Halle. Emotion pur. Bruder. Freunde, das ist Emotion pur. Ohne Witz. Guck mal. Wie direkt die Lenkung einfach ist. Dieses ganze Zusammenspiel von dem Ganzen. Das ist für mich persönlich. Und ich liebe Seat. Ich liebe wirklich Seat. Damals dachte ich mir so, meh, eher Audi und so. Aber ich liebe Seat. Weil in dem Preis-Leistungssegment spielt eigentlich gar niemand mit. Nee, ja, wobei der i30N, ja, der kommt gefährlich nah ran. Aber ich muss sagen, rein von Optik und Sound und mich holt das mehr ab. Das ist, mit was kann man das vergleichen? Bester Vergleich, das ist so wie so ein wild gewordener spanischer Stier, der wirklich nur kaum, also richtig ganz, ganz schwer zu bändigen ist. Ihr merkt, mir fehlen da die Worte. Hört euch das an. Das war mal angehaucht, mal kurz gehustet, krank. Ich glaube, ehrlich gesagt, mein nächstes Auto wird so einer. Nehmen wir doch gleich mit. Sollen wir gleich mitnehmen? Das merken die gar nicht. Nein, Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Auto haltet. Habt ihr es euch schon mal angeschaut? Bist du davor schon mal in Leon gefahren? Also mitgefahren? In so ein Cobra? Ja. Nein. Jetzt mal als Beifahrer.
Was sagst du, wie fühlst du dich so? Abgesehen davon, dass du ein scheiß Beifahrer bist, aber was sagst du emotional so? Beschleunigung, Kurve, Lenk, das Ganze drumherum. Positiv begeistert. Es ist ja sowieso GTI, S3, bla bla bla. Aber warum? Man kann doch einfach mal auch was anderes auf sich wirken lassen. Muss nicht immer deutsch sein. Jetzt haben wir hier einen schönen Spanier. Ich bin schon den Hyundai i30N gefahren, was wirklich, wirklich ein Golfkiller ist. Kannst du sagen, was du willst? Vielleicht kriegt man das hin, dass wir den auch nochmal fahren dürfen zusammen. Was, was. Ich will eben ein bisschen mehr mit Autos auch machen, weil Autos sind für mich Leidenschaft. Wir müssen uns jetzt bloß beeilen, weil nämlich der Kollege will auch Feierabend machen. Autos sind für mich Leidenschaft und nicht, weil es Leidenschaft, sondern weil einfach die Liebe dazu da ist. Mein Vater ist damals Rallye gefahren, sehr erfolgreich sogar. Das Auto, das füllt mich aus, wie so eine polnische, ne? Aber das füllt mich echt aus. Ich habe Spaß daran. Es ist nicht zu viel Leistung, dass du es nicht mehr auf die Straße kriegst. Es ist aber auch nicht zu wenig. Du hast so diese perfekte Balance, finde ich. Was du bei sehr, sehr vielen Autos nicht hast. Sitzt du gemütlich drin? Ich? Ja. Vollgas. Also, jetzt mal okay, es guck, ist ein DSG, da sitzt du eh bequemer. Guck mal, wie viel Platz man da noch hat. Kannst du ganz in locker, ganz entspannt noch einen 1,90 Mann reinsetzen. Das war so schnell da, der Autofokus, gar keinen Bock mehr. Ich glaube, ich muss mit denen da echt mal einen Termin vereinbaren und mal mit denen ein bisschen genauer reden darüber. Vielleicht nicht, dass ich mir einen kaufe, aber Leasing oder so. Ey, sorry Leute, mit dem Tunnel klappt leider nicht mehr, weil zeitlich haut das jetzt nicht mehr hin. Wir haben uns ein bisschen verspätet gehabt und ja, jetzt standen wir ein bisschen hier im Stau, mehr oder weniger. Deswegen, jetzt geben wir das Auto auch gleich wieder ab, damit die auch pünktlich Feierabend machen können. Bestimmt können wir das irgendwann mal nachholen und vielleicht holen wir uns dann noch ein Auto zum Vergleich. Hätte ich das Geld jetzt bar auf der Kralle, ich würde den sofort kaufen und mitnehmen. Ich auch. Sofort. Ich würde ihn aber als Allrad nehmen mit Schiebedach. Ja, das auf jeden Fall. Schiebedach muss sein. Und ich bin noch am Überlegen, ob Kombi oder Hatchback, weil ich bin ja eigentlich schon, ich stehe auf Kombis. Mmh. Wobei Hatchback auch schon sexy ist. Eben. Weil die sehen ja exakt gleich aus. Die sind einfach nur, glaube ich, 50 cm unterschiedlich in der Länge. Nico, Fazit in 3 Worten. Ich bin verliebt. Da muss ich gar nicht lang drüber nachdenken. Wie groß ist die Lust, jetzt wieder in dein Auto zu steigen? Ich bin in meinem Auto. Eher weniger, ganz ehrlich. Ja. Das waren jetzt 20 Minuten Probefahrt. 3 Jahre zu wenig. Ja. So Leute, wir sind fertig mit der Probefahrt. Wir schauen jetzt hier nochmal ein paar Gebrauchtwagen an und was hier noch so neu angekommen sind, ist an Autos. Hier steht einiges rum und einiges wirklich Schickes, wo ich auch gedacht habe, boah, so eine Probefahrt wäre schon geil. Aber das sind halt wirklich Autos, da verstehe ich, dass man sagt, nee, lass mal. Zum Beispiel da hinten ist ein Seat Leon Cupra-Kombi mit Alcantara-Leder. Ich hoffe, man sieht es durch die Kamera. It's been aber es a long way without you, my friend. Ist aber mega geil. Zum Beispiel hier. Ist der schon verkauft? Ich bin neu auf dem Hof, leider noch nicht aufbereitet. Fette Felgen. Und das Lenkrad ist halt einfach Porno. Schau dir das mal an. Wenn man das sich mal so anschaut, komplett Alcantara-Leder. Außer in der Mitte. Ist halt schon fett. Und wenn ich mir vor allem hier die Preise anschaue, die gehen halt voll fit. Also wenn ihr wirklich auf der Suche seid nach einem neuen Auto, dann kommt gerne vorbei, schaut euch die Autos an. Mega liebes Team, sind alle sehr, sehr herzlich, sehr offen, wissen auf jeden Fall Bescheid von dem, was sie machen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal in Ulm vorbeizukommen. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Dürft ihr gerne auch auf Instagram abonnieren, würde mich megamäßig freuen. Und schreibt dann am besten mal unter das letzte Bild von dem Autohaus einfach nur Hashtag, ich find's geil. Würde mich freuen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen oder so. Geil. Macht's gut, haut rein. Bis bald. Ciao.